Hier ist Intelligenz nicht nur Kopfsache. Wer meint, ein hoher IQ oder ein ausgeprägter Intellekt reichen aus, um überdurchschnittlich gut durchs Leben zu kommen, irrt. Viele Hochintelligente leiden ihr Leben lang unter ihrem Anderssein, das sie zu gesellschaftlichen Outlaws und schrägen Vögeln abstempelt. Um Längen besser getroffen haben es hier Menschen, die sich über emotionale Intelligenz freuen dürfen. Bei ihnen regieren Herz und Verstand in friedlicher Eintracht. Beide Bereiche leisten Großartiges und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vor allem im sozialen und zwischenmenschlichen Bereich haben es diese Menschen leicht. Sie finden sich souverän im Alltagsdschungel zurecht und kommen auch mit schwierigen Zeitgenossen klar. Auf der Strecke bleibt bei dieser Rechnung übrigens niemand. Denn auch das Abgrenzen und die Wahrung der persönlichen Schutzzone beherrschen emotional Intelligente ganz vorzüglich. Was sie im Alltag von anderen Menschen unterscheidet, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Nummer 1. Feedback ist wichtig und sehr willkommen. Wieso sollte man sich mit dem Status gut zufrieden geben, wenn man noch besser werden kann? Emotionale Intelligenz beschert den Menschen einen anderen Blickwinkel auf Kritik, Feedback und Resonanz. Diese Menschen schätzen es sehr, wenn andere ihre Meinung kundtun. Sie sehen das nicht als Geringschätzung oder Urteil, sondern als Chance, sich zu verbessern. Mit der Zeit bekommen sie so ein ganz gutes Bild davon, wie sie auf Außenstehende wirken. So manches Missverständnis kann auf diese Weise aus dem Weg geräumt werden. Nummer 2. Ihre Empathie ist nicht grenzenlos. Emotionale Intelligenz bringt ein hohes Maß an Empathie mit sich. Man versteht die Menschen einfach und man kann sich sehr gut in sie hineinversetzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass man fremden Gefühlen den Vorzug vor den eigenen geben muss. Gerade die besonders Mitfühlenden unter uns müssen besonders gut auf ihre Grenzen achten. Wer mit emotionaler Intelligenz gesegnet ist, hat daher stets ein offenes Ohr für seine Mitmenschen, aber kein Herz aus Gold. Nummer 3. Sie überlassen nichts dem Zufall. Jeder Tag im Leben von emotional intelligenten Zeitgenossen unterliegt einem Plan. Sie wissen stets, was sie erwarten wird und spielen im Geiste sämtliche mögliche Szenarien durch. Einige visualisieren bevorstehende Ereignisse regelrecht und proben ihren Text und ihr Kostüm wie für eine Theatervorstellung. Diese Liebe zum Detail macht sich auch bezahlt. Emotional intelligente wirken nach außen hin stets gefasst und sind die Ruhe in Person. Sie zu überraschen oder aus dem Konzept zu bringen, ist daher so gut wie unmöglich. Nummer 4. Lernen, lernen, lernen. In einem Punkt stimmen Hochintelligente und Emotionalintelligente vorbehaltlos überein. Sie würden immer und überall den legendären Satz unterschreiben: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Lebenslanges Lernen ist für sie kein Ding der Notwendigkeit, sondern der pure Genuss. Sie lieben es, sich weiterzubilden und jede noch so unbedeutende Wissenslücke zu schließen. Weiterbildung ist essentieller Bestandteil für emotional intelligente Menschen. Und zu lernen gibt es immer etwas. Nummer 5. Das Geheimnis ihres glücklichen Lebens ist die Balance. Im Gegensatz zu den Hochintelligenten gibt es im Leben der emotional Geerdeten auch noch etwas anderes als Logik, Verstand und Vernunft. Ihr ausgeprägtes Gefühlsleben ermöglicht ihnen ein Leben zwischen diesen beiden Welten, welches von Harmonie und Balance geprägt ist. Es wird nie passieren, dass dieser Menschenschlag nur seiner Karriere hinterherjagt oder ein ausschließlich gefühlsbetonter Gutmensch ist. Emotionale Intelligenz lässt ihre Menschen in der Mitte zwischen Herz und Verstand andocken. Dort lebt es sich ziemlich friedvoll und erfüllend. Nummer 6. Veränderungen kann man auch schätzen lernen. Dieser Punkt kommt Hand in Hand mit der Vorliebe für lebenslanges Lernen der emotional intelligenten Persönlichkeiten. Veränderungen sind für sie daher nichts anderes als die Chance, sich zu beweisen und weiterzuentwickeln.
Die meisten Menschen fürchten jeden Wandel und jede unvorhergesehene Wendung. Nicht so die emotional Klugen, die gar nicht genug davon bekommen können, sich neu zu erfinden und als verbesserte Version ihrer selbst an den Start zu gehen. Nummer 7. Alle Gefühle sind gut, auch die schlechten. Mit dieser Eigenheit punkten emotional Intelligente und hängen sämtliche andere Charaktertypen ab. Sie stellen sich nämlich all ihren Gefühlen, nicht nur den positiven. Auch die negativen haben eine Daseinsberechtigung und möchten gespürt werden. Dieser achtsame Umgang mit der eigenen Gefühlswelt ist nicht immer einfach. Langfristig aber lohnt es sich, der Sprache des Herzens nachzugeben und sich ehrlich und schonungslos seinen Emotionen zu stellen. So behalten sie einen kühlen Kopf und sind stets im Gleichgewicht. Nummer 8. Freundlichkeit ist ihre Sprache. Wenn Herz und Verstand im Einklang sind, gibt es keinen Grund für Unstimmigkeiten. Ein sorgsam gepflegtes Gefühlsleben ist nicht nur für uns selbst von Vorteil. Das gesamte Umfeld profitiert davon. Emotional intelligente Menschen treten deshalb als ausgesprochen freundliche Zeitgenossen in Erscheinung. Sie pflegen gute Umgangsformen und sind auch zu sich selbst lieber gütig und großzügig als kritisch und gnadenlos. Nummer 9. Die Klügeren geben auf. Wer hätte das gedacht? Emotional intelligente Menschen sind keine knallharten Siegertypen, für die Aufgeben ein Fremdwort ist. Sie streichen die Segel schneller als andere, weil sie Weitblick besitzen und ihre Kräfte schonen wollen. Wann eine Schlacht sich lohnt und wann nicht, haben sie im Gespür. Bevor sie sinnlose leere Kilometer absolvieren, lassen sie die Dinge lieber auf sich beruhen. Unser heutiges Fazit: Emotionale Intelligenz, das Beste aus zwei Welten. Wer sie hat, kann sich wahrlich freuen. Die Kombination von Verstand und Gefühl ist wahrscheinlich das beste Rüstzeug, das wir für ein gelungenes Leben in Gemeinschaft mitbekommen können. Während Intelligenz allein oft zu Isolation und Einsamkeit führt, ist ihre emotionale Version der Garant für ein glückliches Miteinander. Diese Menschen sind sehr empathisch, aber sie opfern sich nicht für andere auf. Sie kennen ihre Grenzen und jene des Machbaren ebenso. Emotionen sind Freunde, auch die negativen, die gleichfalls einen Platz am Tisch der Wahrnehmung verdient haben. Veränderungen sind für diese Menschen eine willkommene Abwechslung, die sie zu lieben gelernt haben. Sie bilden sich konstant weiter und wissen, dass man nie genug Neues dazulernen kann. Emotionale Intelligenz lässt Menschen denken, bevor sie sprechen oder handeln. Der Verstand mag es manchmal besser wissen, doch unser Bauchgefühl und unsere Intuition mit ins Boot zu holen, sorgt für Wertschätzung und ein Leben in Harmonie. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.